Ich habe, na, bereits dann schon, als einige von euch mir den Tipp gegeben haben, noch schnell eine neue Steuerfeder für die Glock 17 gekauft. Das ist jetzt alles, sage ich mal, um das Abzugsgewicht ein bisschen anzupassen. Die Steuerfeder habe ich bestellt beim sportshooter.de. Die Steuerfeder kostet 3,90 €. Das ist jetzt meine Original Glockfeder, keine separate Tuningfeder. Und ich denke mal, das kann man durchaus noch mal investieren. Das ist die 2-Kilo-Feder. Die Standardfeder ist eine 2,5-Kilo-Feder, soweit ich weiß. Diese Steuerfeder, das ist, sage ich mal, dieses Winkelblech hier, soll letzten Endes das Abzugsgewicht ebenfalls noch mal ein bisschen drosseln und die Abzugscharakteristik ein bisschen verändern. Ich möchte gleich vorneweg sagen, alle solche Arbeiten, die hier im Moment gemacht werden, macht ihr auf eigene Gefahr. Punkt. Ja? Wenn ihr euch unsicher seid, nicht genau wisst, was Sache ist, dann geht bitte an einen Büchsenmacher und der macht euch das für schlankes Geld in die jeweilige Waffe rein. So, wir legen mal los, um das ganze Ding zu machen. Wir prüfen, ob denn die Waffe auch entladen ist. Ja, das ist sie. Halten Sie in eine sichere Richtung. Trocken abschlagen. Wir nehmen die Waffe auseinander. Wir brauchen den Schlitten für diese Arbeiten hier nicht. Den legen wir einfach zur Seite. Und dann geht es wieder an das Auseinandernehmen, was wir ja im letzten Video schon hatten. Locking Block. Dann brauchen wir den vom Abzug. Dann holen wir den Locking Block raus und ziehen die komplette Abzugsgruppe letzten Endes raus. Grundsätzlich, wenn ihr solche Arbeiten macht, bietet es sich immer wieder ein bisschen an, die Waffe zeitgleich auch sauber zu machen. So, das, was wir jetzt letzten Endes austauschen, ist dieses Metallteil. Da liegt der Abzug letzten Endes drin und geht hier quasi mit rein. Und das, was verändert wird, ist dieser Winkel. Um den jetzt zu tauschen, heben wir den Abzug raus. Wir brauchen ihn nicht. Komm, ist er draußen. Okay. So, jetzt gibt es zweierlei Methoden, den rauszunehmen. Wir können jetzt entweder hier mit einem Durchschlag den einfach rausdrücken oder wir hebeln den einfach von der anderen Seite her mit raus. So, das war schon. Schon ist dieses Federchen, sprich die Steuerfeder, raus aus dem Teil. So, ich halte euch mal kurz hier oben an und ihr seht, ich denke mal, ihr seht es, ich halte mal meine Hand. Ich versuche mal hier ein bisschen an die Finger. Wenn wir die jetzt nebeneinander halten, seht ihr, dass die hier, die neue Feder, einen anderen Winkel hat hier bei dieser Seite hier als hier. Mehr ist das nicht. Die zusätzliche neue Steuerfeder soll auch irgendwo eine Markierung haben, meiner Kenntnis nach mit einem Minus oder wie auch immer. Ich sehe es jetzt nicht. Das, was wir jetzt machen, ist, wir setzen die neue Steuerfeder einfach wieder ein, nehmen unseren Abzug. Da ist er. Und damit haben wir die Steuerfeder bereits getauscht. So, wir setzen alles wieder schön brav ein. Wir setzen den Locking Block ein. Klöppeln den da rein. Ja, also die Glock ist in der Beziehung, so viel ich auch über eine Glock bislang gescholten habe. Was dieses Thema betrifft, ist die Glock wirklich unerreicht einfach, was Zerlegen, Tuning und so weiter betrifft. Also das ist total easy, was hier vonstatten geht. Hätte ich normalerweise eigentlich auch nicht unbedingt so in der Form für möglich gehalten. So, und dann stecken wir den da auch rein. So, die sieht schon mal gut aus. So, das, was wir jetzt darauf achten sollten, also Nummer eins, wir gucken natürlich, dass das Kropf funktioniert. Ja, das funktioniert. So, hier unten drin brauchen wir ein Tröpfchen Öl. Nur einen Tropfen. Mehr nicht. Ich nehme jetzt hier das Schlätek Gun Tuning und einfach einen. Ich sehe nichts. Einfach da, wo letzten Endes der Abzug an der Steuerfeder reizt.
Das war's. Und schon können wir das System wieder. Und schon haben wir die Steuerfeder ebenfalls getauscht. Der Abzug soll zumindest mal laut euch jetzt in Kombination mit diesem ZEV-Federsatz auf roundabout 1,5 Kilo herabgesetzt worden sein. Oh, das fühlt sich schon bedeutend anders an. Es ist auch die Abzugscharakteristik, die hier verändert wird. Das heißt, der Druckpunkt kommt ein ganz klein wenig anders, muss man sich erstmal auch wieder dran gewöhnen. Grundsätzlich möchte ich mal eine Sache zu diesem Thema Federn tauschen sagen. Was passieren kann, muss nicht, kann. Es wird immer wieder berichtet, dass wenn jemand die alternativen Federsätze einbaut, dass es hier und da mal bei verschiedenen Munitionssorten auch zu Zündversagern kommt, also diesen sogenannten Light Primer. Dass also der Schlagbolzen nicht genug Energie erzeugt, um das Zündhütchen hinten in der Patrone tatsächlich komplett so einzudellen, dass der Zündfunke entsteht und die Patrone losgehen kann. Wenn das der Fall sein sollte, hat man natürlich immer die Möglichkeit hinzugehen und zu sagen, okay, ich tausche jetzt einzelne Federn, wie jetzt zum Beispiel hier die Striker-Feder, gegen die leichtere Feder aus. Natürlich wird zwar dann das Abzugsgewicht wieder ein Stückchen höher, aber ihr seid dann im Bereich, dass ihr sagen könnt, die Schüsse werden wieder zuverlässig abgegeben. So, das war jetzt wie gesagt von Glock selber die Original 2 Kilo Steuerfeder, nicht die der Original verbaut, sind wir bei 2,5 Kilo, das ist jetzt 2 Kilo Steuerfeder und damit erzielen wir in Zusammenhang mit dem ZEV Federsatz eine deutliche Reduzierung des Abzugsgewichts und ich bin mal gespannt, ob das eventuell meinem Grundproblem mit der Glock hilft, sprich entgegenwirkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.